So, die Folgenendezeit ist vorbei. Die Endzeit der Folge. Folgenendezeit, na gut. Es ist schon wieder eine neue Folge, der Anfang, ja. Also ist das da. Das ist der Beginning. Der Beginning von der Folgenendezeit. Eigentlich schon. Es ist das Beginnen der Folgenendezeit. Ist das sicher? Ja, sicher, weil irgendwann hört ja die Folgenendezeit wieder auf. Ist das wirklich sicher? Ja, sicher, eigentlich schon. Bist du jetzt nicht traurig? Hä? Warum? Ja. Ja. Ich bin gerade verarschen. Na, wieso? Wo wohnen wir eigentlich hier? Ah ja, genau. Verwirrung. Direkt über den Punkt. Ciao. Ich hab kein... Setz dich rauf! Setz dich rauf! Ich kann mich nicht raussetzen. Na, weil du hinten bist. Wie geil das ausschaust, du trudelst da voll durch die Gegend. Time to say goodbye. Also, ich kann nicht aussteigen. Nein! Nein! Lass mich raus! Lass mich raus! Steig aus! Alter, wo fliegst du ganz hin? Ich kann nicht aussteigen. Das war wieder genial. Bist du jetzt gestorben? Na. Nicht? Na, ich hab's überlebt. War komisch. Na, wo bist du jetzt am Arsch der Welt? 1,7 Kilometer von dir weg. Cool. Kannst du nicht Schnellreisen zu mir machen oder sowas? Nein. Gib's mal, warte mal. Doch. Nimm das Fernglas. Und du siehst ja meinen blauen Namen, gell? Okay. Bist du super mir oder was? Was? Das hab ich einfach da gemessen. Das hat sich so abgeholfen. Mhm. Und ich hab's gewusst, dass du noch nicht falsch im Level warst. Dark Level so, Alter. Hä? Ich bin Dark Level so. Ja, ja, hast du mir ja schon. Das einzige Problem, was ich habe, ich komme aus der scheiß Bucht da nicht raus. Ich hab mich entscheiden. Sehe einen Treppen. Ist schon ganz okay. Die Nachbarin. Leise schwimmen, okay. Gar nicht gewusst, dass leise schwimmen tauchen ist. Alter, Lungenvolumen hat der Typ, das ist auch nicht normal. Das ist gut, dass ich schnell bekomme. Hast du Blitzreise da? Ein Kommentar. Ja, du hast Blitzreise da. Also gibt dir jetzt so Tipps. Ich weiß, dass es eine Blitzreise geht, wie machst du bloß nicht, was mit Spaylet ist. Dann muss es dann nicht sein. Da ist er. Oder erkannt? Na, wie gehen wir vor? Ziel eliminiert. Gleich so. Er war safe. Okay. Ja, bei denen ist jetzt wieder alles safe. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht in den Heli einsteigen. Der Rest ist halt relativ egal wieder. Ich bin beide jetzt safe. Voll geil, Alter. Ist die Mücken teilweise erst. Warte mal. Sollen wir nah hingehen? Oder sollen wir es von fern machen? Bitte? Von oben triffst du nicht gescheit. Ja, gleich, ja. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten.
La la la. Wir sind verdächtig, gell? Ja. Ich habe gerade den Hauptmann ausgeschossen, hat gescheit, ne? Ich hab doch vielleicht, weil sie meinen Schuss gehört haben. Hast du einen umgeschalten? Zwei noch. Ich bin beim dritten. Tango getroffen. Du hast jetzt gerade beide auf einmal ausgeschalten? Jo. Wie cool. Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. Naja, gut, wenn sie so blöd beieinander stehen, dann wundert es mich ja nicht. Ich hab da hinten Supplies gesehen, ich hab da hinten Supplies. Na, bitte nicht. Obwohl, ich brauch's. Und mal wieder Kingslayer dazu. Jo. Natürlich in der letzten Hütte. So, ich lese mal durch. Schon wieder. Ich habe von ein paar argentinischen Politikern gehört, die das Resort in Agua Verde besuchen wollen. Deine Theorie von Korruption in Argentinien hat Hand und Fuß. Ich glaube, dass das Zusammentreffen noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber ich werde sicher bald damit zu tun haben. Wie immer leistet Garcita im Moment die ganze Arbeit. Der Junge hat noch immer nicht gelernt, die Klappe zu halten, also kann ich euch bald sagen, welche Politiker auf der Gästeliste stehen werden. In der Zwischenzeit kannst du Gerüchten nachgehen, wonach die bolivianischen Rebellen mit denen in Peru zusammenarbeiten. Sowas höre ich nämlich nicht gerne. Wir wissen, dass die Rebellen in Peru selbst das Kokain in ihrem Land kontrollieren wollen. Die machen sogar Werbung dafür. Aus den Videos und so. Wollen wir etwa Santa Blanca loswerden, nur damit Bacatari und seine Jungs übernehmen können? Ich weiß nicht, dass das eine Möglichkeit ist, aber ich bin doch kein Vollidiot. Bacatari muss dann echt andere Verbündete finden. Okay. Ja, ganz komisch, ganz komisch. Was haben wir da hinten eigentlich? Wohin? Ah. Rio del Jaguar. Das ist ein Rebellenunterschlupf, der was nun von den Gegnern kontrolliert wird. Ah, müssen wir noch uns drum kümmern. Alles klar, ich komme und aber ich fahre in Heli. Nein, ernsthaft, ich bin jetzt ins Wasser reingefallen. Ja, gehört da nicht anders. Alter, gehört mir nicht anders? Du bist der Schnellreise-Cheater. Ich hab nichts mit Schnellreise zum Cheaten zu tun gehabt. Was hat nichts mit Schnellreisen zum Cheaten zu tun gehabt? Naja, du hast mich mit dem Heli abstürzen lassen und ich ja, nütze noch, noch an andere Möglichkeiten, dass ich weiter vorankomme. Du bist zweimal schnell gereist, ja? So. Ja, also Schnellreisen. Alter, du willst mich verarschen und mir nicht sagen, dass wir den. Puff. Ah, da hinbringen müssen. Okay, ich hab doch gewusst, wir sind schon zu anderen Seiten wieder. Du musst halt hinbringen. Oh ja, da unten. Ja. Ernsthaft? Aber Nahrung? Oh, da ist was Neues. Oh. Was ist da? Da ist was Neues. Ein neuer unbekannter Ort. Warum haben wir unbekannte Orte auf der... Ach so, ja, wegen die Dokumente. Haben wir unbekannte Orte aufdeckt. Nicht nur, wo ist ein neuer unbekannter Ort? Da, da unten ist einer, da die Insel, wo wir vorher drüber gekommen sind, wo wir beide gesagt haben, ah, da ist ja eh nichts, haben wir... Nein, doch, unbekannt. Da waren wir schon. Da waren wir schon in Agu Verge Alba, über die anderen sind wir noch gar nicht drüber geflogen. Da könnten irgendwelche Dokus oder so sein. Oh, pass auf, der da ist da. Unidad Vogel, hat irgendjemand was? Unidad. Unidad? Das ist Unidad. Ja. Ja, ein bisschen was ist da noch zu tun. Hin und wieder hasse ich unsere perfektionistische Ader. Okay. Ja. Meinst du? Ja, hin und wieder hasse ich schon. Der andere wäre schon längst durch. Wir müssen komplett das Land fertig machen, den kompletten Länderabschnitt. Der Ecuador. Landen! Nein, nicht so stark. Das ist. Wie gesagt, das nächste Mal fliegst du. Nein, ich weiß auch nicht. Yeah! Super, danke. Deswegen fliegst du das nächste Mal. Nein. Ohne Skill. Ich hab Angst vor Film. Alter, wie weit packen die den Heli den Weg? Ja, weit genug halt.
Und ich glaube, den haben wir sogar selber gepackt. Oh, schaut irgendwie verdächtig nach uns aus. Willst du erst das Fragezeichen machen oder willst du. Ja, das Fragezeichen würde ich gleich mal in Angriff nehmen, oder? Warum haben wir jetzt die Waffenkisten auch schon freigeschalten? Na, aber nur. Oh, ne. Selber? Ja, passt. Dann flieg los. Na, easy flieg. Ja, du hast gesagt, das ist ein sanfter Land. Aha, okay. Ah, okay. Wird der schneller eigentlich? Ja, wenn du es nicht druckst, musst du aber aufpassen, da kommt er ziemlich nah am Boden teilweise. Ja, mit Essen ist wieder ganz langsam. Ernsthaft, das ist ja nur Kaff am Arsch der Welt. Mag's liegen nicht. Das ist ja ziemlich stark bewacht, das Kaff am Arsch der Welt, das was den Berg da aufgeht. Ah! Wie lang uns da? Oh, du. Aber sanft. Ich probier's. Wow. Der geht ja von selber einfach, wenn ich da eine Schiff gucke, ist er versuchen. Was? Naja. Also wir oder Freibus. So, warum das heute deswegen? Was? Das, warum das ein Fragezeichen ist? Im Endeffekt können wir mal schauen, wo ist denn der Fragezeichenpunkt hin? Zieh Nummer 2 da. Ist da überhaupt irgendwas, was interessant war? Setze Drohne ein. Ich bin gerade auf dem Weg. Oh. Es sind nur ein Haufen Leute da. Ich geh richtig für meine Kämpfen da. Rebellengefängnis. Aber irgendwas Interessantes sieht jetzt eigentlich nicht drin, oder? Wo? Was ist wo? Gejagt. Verdächtigt. Gejagt. Du jagst mich, du Sau. Bist du da sicher? Der Idi? Na, der da vorne. Das sieh ich aber nicht gern. Siehst du den Typen in der anderen Hütte? Also die ganze Zeit im Blick. Jetzt wollen wir es, was du machen. Noch einen Moment, du. Das ist wieder so vor, glaube ich. Automatische Tür, Störsender ist da. Ich glaube, da werden wir früher oder später wieder hin müssen. Ja. Können wir uns zurückziehen? Ja, okay, mal da. Dann machen wir das halt später. Ja, weil ich glaube, wir müssen früher oder später müssen wir wieder hin. Wie meinst du, wie beim letzten vor? Ja. Das wirkt irgendwie so, weißt du, wie man? Verschlossene Türen. Hallo? Geht der automatisch schon? Na, aber nur wenn du ein bisschen auf Schiff druckst, gehst du voll hoch. Ja, das tut aber beim Sinken nämlich komischerweise auch. Oh, was? Muss die probieren. Ja. Der arme Schiffdruck, der ist fast bis zum Boden hoch. Ja, dann da die sagen, fahren wir in die Richtung, oder? So. Da oben, ne? Ja, also ich hab doch den Rebellenort da, was du gesagt hast. Ich hätte jetzt das von der Seite so aufgerollt. Achso, ich wäre nämlich da oben, dann daher. Okay. Daher, yes. Die Insel, yes. Da auf, dumm, dumm. Da hinten oben und dann da. Dann haben wir mal das alles, dann fällt uns nur noch der hintere Teil, weißt du wie man? Ja,
mir ist das eigentlich relativ egal. Das war irgendwie so der Plan von mir. Aber okay, warum nicht? Bringen wir halt da um. Aber da wird ziemlich viel los sein. Nicht schon wieder so einer. Beschützen. Na, das mit die Radarsoftware ist das sicher wieder. So, bringen wir halt mal hier. Das liegt mal kaum nicht mehr. Das Resort kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Hast du da wieder einen Platz zum Landen suchen? Ja, mal schauen, wie viel los ist. Aber normalerweise nicht gegen so die Gewässer. Kresse ist auch wieder. Wow! 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 Lol! Ich bin durchs Eintunken im Wasser, bin ich der Rakete entgangen. Ich bin ausgestiegen. Ja, ich hab's gemerkt. Wollte ich jetzt aber für Wasserrettung retten? Ja, nö, ich bin da zu den Inseln zurück. Doch, Kante sogar. Kannst du das? Ja, okay, ja, das machen wir jetzt. Nö, ich kann. Ah doch, ich kann. Bin drin. Geil. Okay, London ist auf der anderen Insel drüben, glaube ich. Gescheiter. Komplett tief. Wow. Ich hab's gewundert, dass der Heli nur funktioniert hat, nachdem ich im Wasser gelandet bin. Aber gut ausgeglichen, die erste. Ja, und die zweite auch, da bin ich einfach ins Wasser eingetunkt. Bis zum Anschlag. Der war echt gut ausgeglichen. Respekt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt. Wenn ich den geflogen wäre, dann wäre jetzt am Grund des Meeres liegen. Ja, du schon. Ja. Ja, ich hätte mich nicht ausgeglichen. Ich war ausgestiegen, sobald ich das Ding gesehen hätte. Ich hab aussteigen können, wenn du tief genug bist. Ja, war schon wurscht, da war die erste schon vorbei, aber ich wusste, ich schaff die zweite her. Pass auf, ich schicke mal. Sniper und normale Schütze. Machen wir da mal. Pass auf, die Sniper sehen uns. Das war der, der was uns in Helio gequält hat. Fick dich. Wir sind jetzt schon gejagt, super. Ach, fickt euch, warum habt ihr so viele Helis? Ernsthaft? Ja, ich habe ja gesagt, wir haben einen Heli. Ernsthaft, Brownie? Was? Warum schießt du einfach? Naja, weil der uns gesehen hat. Ich konnte ja nicht gesehen haben, ich bin hinter der Dings gestanden. Hinter der Dings? Da, wieder schauen. Einen Scharfschützen habe ich. Oh, wir machen Heli auch nicht. Sag ja, wenn du verkackst, dann passiert nur sowas. Jetzt zwei Deck, dann ist es nicht so. Können da ja gerade 110, 90. Nee, hat nicht funktioniert. Nein. Komm zum Papi, komm zum Daddy. Oh. Ich hab gelacht. Helle Scheiße. Was? Du bist nicht erwischt. Maschinenpistolen. Die Maschinenpistolen habe ich rausgekupft. Respekt. Ja, zielen und feuern, zielen und feuern.
Lass mich ausziehen. Hey, das sind so Gleis. Warum sagst du nicht? Ich hab da noch mehr so Gleis in dem Dorf. Ah, wurscht. Such mal, wo hier die zweite Antenne da geht. Das ist ja das Wichtigere danach. Das ist ja wahrscheinlich wieder so von einer Antenne zur nächsten gehen. Ja, ist wahrscheinlich. Aber ich glaube, das Heliwag sogar noch. Da gehen wir mal auf die Insel da. Du, der Sniper ist tot, der sieht uns nicht mehr. Wer hat den Sniper abgeschossen? Ja, du. Richtig. Abgeschossen. Du. Und zwar mit einem respektablen Schuss. Ohne Granatwerfer. Ich bin fast so stolz drauf wie mein Schuss aus dem Heli. Ernsthaft, ich will mich hinter die Fassung verstecken. Oh, warum sind wir gejagt? Keine Ahnung. Ja, kann auch sein. Die verstecken sich schon alle. Das ist voll uncool. Ja, das ist okay. Ah, ich weiß, was uns erwischt hat, auf jeden Fall. Ja, die Flugbatterie da hinten. Ja. Ah, wir müssen es nur deaktivieren, glaube ich. Ja. Ja, bei der Flugbatterie fehlen ein paar Leute. Ja, ja, ich bin am Suchen, ich bin am Suchen. Ein Wagen oder ist das wieder so möchte gern Wagen? Erst müssen wir mit möchte gern Wagen. Ja, ist das ein Maschinengewehr in einem Nest oder ist das ein Maschinengewehr auf dem Auto? Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz gesehen. Die montierte Waffe. Gut, der sieht uns eigentlich nicht. Wir sollten eigentlich da jetzt den auf Österreich und schnappen. Ja, der was hinter der Hausmauer kauert. Jo. Okay. Du darfst auch nur in der Pfütze schwimmen, oder? Aber jetzt mal. Jo. Da kommt die Leertaste. Ah, da ist die montierte Waffe. Ja, von vorn hätte ich den nämlich nicht erwischt. Ja. Kann man dann halt sie gerade umbocken. Okay. Die sind wir noch. Und sonst nur drei quer über die Insel verteilt. Macht es ziemlich einfach. Alles klar. Drei Schuss. Ja, wenn es erwischt, schießt. Nein, ich mache jetzt generell freien Schuss, oder? Ja, warum nicht? Okay. Ja, da sind Nachschubskisten. Und ich merke nicht. Aber was auch nicht, zwei Tiere geht, da oben steht nur einer. Den mache ich gleich. Achso. War halt nicht. Ihr habt da echt geiles Maschinchen, muss ich ganz ehrlich mal zugestehen. Die Ladung ist scharf, in Position. Oh, du bist. Okay. Geh weg von der Maschine. Jawohl. So, was hätten wir denn da drin? Ein Dokumentchen. Das schauen wir uns natürlich an. Eine Aufzeichnung. Ja, wieder. Heilige Land. Naturschutzgruppen befürchten, dass die drohende Verschmutzung
Vermutung, dass Ökosystem des Sees beschädigt wird. Wegen der Toten wurde keine Anklage erhoben. Worden. Schaut aus wie eine Kokopflanze. Ziemlich gut. Da draußen. Ja. Noch nicht die SMG. Na super. Ah, ich hoffe, wir müssen das nur. Ich hoffe, wir haben eine Waffenkiste hier irgendwo in der Nähe. Da, da ist ein Motorboot. Ja. Super. Wo könnte das verdammte nächste sein? Wie war es mit Auslösen und Schauen? Da drüben. Wo? In Richtung schauen. Na, das ist kein Turm, das ist ein Wachturm. Na, der da drüben. Dieser Funkturm. Siehst du es? Na, ich sehe da keinen Funkturm. Okay, ich fahre hier, du löst aus, dann bin ich drüben, kann ich da drüben auslösen. Meinst du, dass das ein Funkturm ist? Ja. Ah, den da meinst du. Ja, genau. Du weißt schon, dass du Opingen auch hast? Ja, hab ich vergessen. Das sind Feinde. Was? Das sind Feinde. Cool. Okay, geht. Ja, passt. Jetzt ist der Falsche. Ich darf so lachen. Ah, machen aus. Ihre Wellen sind schwerer zu erkennen, wenn das Kartell ihre Position nicht mehr kennt. Hoffentlich kommen noch mehr Wellen zur Party. Ich schau mal, ob da irgendwo Schönes zum Rennen ist. Ich muss eh zu dir. Da ist die nächste Waffe zu behalten. Ich sag dir, der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Klar, ich schätze, da oben. So sagen wir das. Wir sitzen alle in einem Bootpark. Ohne Zweifel. Wir sollten ernten, was wir sehen. Viva Bolivia. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Woher kommt mir das bekannt vor? Viva la Revolution. Kannst du mich abholen? Da kannst du mit blitzweise rumkommen zu mir. Ja, das ist Cheaten. Das ist nicht Cheaten, das ist eine spielinterne Möglichkeit. Ja, aber das ist uncool. Alter, ich kann da nicht weg. Ja, doch. Ich aber bin ich soll mitten rein joinen, oder wie? Du joinst für gewöhnlich eigentlich hinter mir, aber. Ah oh, ja. Hä? Hey, servus, Brunnen. Ja, da ist Solo. So, wie sind sie da nicht? Hast du gerade daneben geschossen? Nein, ich hab gar nicht geschossen, die haben mich gesehen. Achso, das ist das gejagt. Wird nicht flieht. Das ist ja der Loot, den hätten wir gebraucht, oder? Nein, wir brauchen keine mehr. Sicher? Ja, wir haben die Dings auch freigeschaltet. Ups, und hopp. Ich hab vorher gedacht, wir brauchen einen. Ich hab gesagt, dass wir brauchen einen Lukas. Nein, ich hab gesehen, die Waffenkisten haben auch schon freigeschaltet. Ja, ich hab gesagt, dass wir ihn spritzen. Auch mal spritzen sie jetzt, Bull. Ja. Dankeschön. Bitte. Die Nächste kostet aber. Mein Leben. Supplies da hinten. Ich hole immer ganz viel wohl, wie ich bin. Alter, wie hast du dein Boot geparkt? Welches Boot? Mein Boot steht da hinten. Aha, wer hat dann das geparkt? Keine Ahnung. Ah, Fertigkeitspunkte mal wieder durchschauen. Hm, Waffen.
meine Siri für die Reichweite. Nein! Wir müssen mal kochen frei. Munitionskapazität? Ja, breite noch an mehr Drohne. Was haben wir da? Tempo, Markierungsbereich, Tarnung, Cooldown. Ja, Drohne mache ich am Schluss. Autoschild. Lautloser Lauf. Okay, Schusswiderstand. Trupp. Ja. Machen wir Körper. Machen wir diesmal Schusswiderstand. Da oben hätten wir wieder ein paar Rebellen zum Befreien. Ihr habt es gesehen, und ein Sniper. Jo. Kriegst du den Sniper? Der hat ihn gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Dann machen wir weg. Oben. Das war ein Spitzenschuss, möchte ich nur dazu sagen. Mhm. Wir sind gejagt, nur so zur Info. Wir sind gejagt, wie ging das? Keine Ahnung. Gut, dann mache ich Base. Aha, okay. Mal kurz. Und setz eine Granaten auf, ich schmeiß und tötest die Rebellen. Nein, das habe ich nicht vor. Ich schau mal da oben um. Okay, wir könnten da auf jeden Fall aufklettern. Das wird eigentlich super funktionieren. Aha. Ja. Ah, wo bist du? Ah, da. Wie dat Vogel? Okay. Also, da dürften wir locker aufklettern. Okay. So. So. Ah, kann er nicht. Können wir hier aufgefunden? Ja, hier besteht da oben. Ja. Hi. Ich stehe bei meinen Freunden. Genau, die will ich eigentlich befreien. Ja, bei den anderen Rebellen, Freunde. Aber nachdem die schon angefangen haben zu feuern, jetzt war wurscht. Ups, komm jetzt. Hey, zum Glück bin ich gewesen jetzt. Pass auf, da steht einer. Spritzen! Gib mal Spritzen! Ich hab gesagt, die nächste kurz. Kriegst der Bussi aus dem Arschall. Na danke. Hä? Spritzen! Gib mal Spritzen! Ich hab gesagt, die nächste Kost, da ist die Blixen und Kartons drin. Ja, ich weiß, deswegen brauche ich eine Spritze. Ich wollte eigentlich gemein sein und die Rebellen da freilassen jetzt. Ja, die anderen haben wir gerissen, nicht die. Ja, lass halt frei. Da sind nochmal welche. Ja. Ja. Ah, ich würde sagen, das Dorf looten wir dann in der nächsten Folge. Also, ich bin schon angefangen. Okay. Ja, dann machen wir es halt noch fertig. Was? Ja, sehr gut. Zup, zup. Ricky muss zum Waffenzubehör. Ich muss zur Waffenkiste eigentlich. Was haben wir da? Ah, Scharfschützengewehrlauf, Kurzzahllauf. Wo ist das? Ah, da drin. Hey, da sind ja auch Rebellen. Was ist das da, Burschen? Was ist mit euch? Viva la Revolution! Wo ist jetzt die Waffenkiste? Ja, drinnen, wo das andere Teil steht halt. Ah, da. Kurzer Lauf, was macht das? Präzision höher, Reichweite höher, Handhabung weniger, Feuerrate weniger, Schaden ein bisschen weniger. Ja, der Schaden ist mir ja wurscht, so Scharfschützen war. Hey, Stufe 10. Hui! GZ. Ich kann immer nicht mehr Reichweiten, da wäre meine Drohne mit der Reichweiten komplett. Alles klar. Viva la Revolution! Jetzt gehen wir wieder auflehnen.
Ja. Auf Munition. Okay. Alles klar. Somit, das wär's schon wieder in der Folge. Was ist denn wieder? Nix. Du schießt da auf Autos weiter. Nein. Was der ist? Ich schieße nicht auf Autos. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Aha. Du bist da, mein Bruder. Ups. Eines aus. Hier haben die. Verdammt! Erst aus. Was denn? Wir haben die. Wir haben die nur gesehen. Kannst du gewesen sein? Nein, bei mir war es schon weg. Ich war schon im Haus versteckt. Egal. Naja, wir sind jetzt gejagt und wir werden uns einfach in der nächsten Folge sehen und hoffen, dass wir in Braunis sein Fail wieder ausgleichen können durch Warum Skill. Nein? Weißt du, wie du bist? Autsch! Was ist da los, Baron? Ich weiß es nicht. Alter, machst du jetzt nur noch Blödsinn, oder wie? Was für Blödsinn? Ich hab gar nichts gemacht. Alter, das war sicher wieder C4 oder so ein Scheiß. Na? So was hab ich nicht. Alter Schwede. Na gut, passt. Ich schau mal, ob den in Braune wieder zur Vernunft kriegt und seine Kinder rein rauskriegt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Peace out.